Christina, Herr Bovondra, ich bin wieder einmal da. Was ich heut gern haben will, das ist ihr Fingerspitzelknie. Meine Haare sind so blöd, glatt als wie ein Biegelbrett. Das wächst mir zum Hals heraus, drum machen's kleine Schnecken draus. Wunderschöne Lausale, machen's mir, sie wissen's eh. Bitte Sie, Herr Friseur, nehmen Sie eine Schere, machen's bisserl klapp, klapp, klapp und schneiden's Haar mir ab. Ich leg größtes Gewicht auf ein gescheites Gesicht. Ich spiel heute Kavalier, gänz machen's was aus mir. Ich möcht heute mit dem Mädel ausgehen. Da möcht ich imponierend aussehen. Darum, bitte Sie, Herr Friseur, nehmen Sie eine Schere, machen's bisserl klapp, 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 doch schneiden's Ohr nicht ab. Hätten's bisserl Brillantin, nur sind so gut und nehmen's ihn. Schließlich möcht ich umadum betäubend duften von Parfum. Doch mein allergrößtes Glück, das wird erst die Kosmetik, wenn sie mein Gesicht belehren und ihm an edlen Ausdruck geben. Machen sie mich möglichst schön, dass ich alle Leid umdrehen. Bitte Sie, Herr Friseur, nehmen Sie eine Schere, machen's bisserl klapp, klapp, klapp und schneiden's Haar mir an. Ich leg größtes Gewicht auf ein gescheites Gesicht. Ich spiel heiter Kavalier, gänz machen's was aus mir. Ich möcht heute mit dem Mädel ausgehen. Da möcht ich imponierend aussehen. Darum, bitte Sie, Herr Friseur, nehmen Sie eine Schere, machen's bisserl klapp, 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 doch schneiden's mir's Ohr nicht ab. Wann's geht?